In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von GeoGebra ein Liniendiagramm zeichnen könnt. Wenn ihr es noch nicht installiert habt, also hier so ein Icon auf der Oberfläche eures Computers da bereitsteht, könnt ihr die Adresse nutzen, die ich euren Eltern oder euch gegeben habe. Und ihr findet hier auf einer Extra-Seite Informationen zu GeoGebra. Und hier kann man entweder sich eine Installationsdatei herunterladen unter dieser Seite oder man nutzt die WebStart-Funktion. Im Fall von WebStart wird ebenso, zumindest unter Windows, ein Icon angezeigt, über dem man das dann starten kann, das Programm. Der Vorteil ist, sobald es eine Neuerung gibt, zum Beispiel wenn ein Fehler behoben wurde, kriegt ihr das gezeigt, das heißt, es wird eben immer dann die neueste Version euch zur Verfügung stehen. So, dann starte ich mal GeoGebra. Ich möchte das Ganze mit Hilfe der Tabelle machen, das heißt, ich möchte Werte in einer Tabelle angeben und diese Werte dann zeichnen lassen hier auf die Achsen. Dazu gehe ich in dem Menü Ansicht auf Tabelle, die dann hier zusätzlich angezeigt wird. Ich mache das Fenster etwas breiter. Verschiebe die Ränder ein wenig und diesen mittleren Bereich des Zeichenfensters, wenn ich einmal draufklicke, kann ich zum Beispiel hier mit Hilfe von diesem Werkzeug das hier in die Ecke verschieben, die Achsen, weil wir ja nur mit positiven Werten arbeiten. Ich möchte hier zwei Zuordnungen darstellen, bei denen ich zu einer bestimmten Zeit eine Strecke zuordne. Jetzt hat die Eingabe Zeit dazu geführt, dass ein Befehl ergänzt wurde. Das kann man verhindern, indem man gleich und dann Zeit schreibt und dann eine Leerzeile, ein Leerzeichen, damit eben GeoGebra merkt, dass es also nur ein Text ist und nicht ein Befehl. Und hier schreibe ich jetzt Läufer 1 und Läufer 2 noch hin. Da es keinen Befehl Läufer gibt, ist das kein Problem. Ich verringere ein bisschen die Zeilen, die Spaltenbreite, damit mehr hinpasst. Was ganz wichtig ist, im Gegensatz zu Excel kann GeoGebra nicht mit Einheiten umgehen. Das heißt, ich darf hier nicht Minuten eingeben oder Meter für die Strecke, sondern muss einfach die Zahl an sich angeben. Wer will, kann natürlich die Spalten noch formatieren, indem zum Beispiel die Zahlen dann alle in der Mitte stehen. Ich gebe einige Zeiten vor. Übrigens verfügt GeoGebra über die Möglichkeit, Zahlen zu ergänzen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ich mache das rückgängig und nehme nur zwei Zahlen, markiere die und ziehe dann an diesem Viereck in der Ecke weiter nach unten. Und hier wurden dann also Zahlen weiter ergänzt, bis zur 10. So, jetzt gebe ich für den Läufer 1 jeweils ein, wie viele Meter er in der entsprechenden Zeit zurückgelegt hat. Zum Beispiel hat Läufer 1 in der ersten Sekunde vielleicht 1,1 Meter zurückgelegt. Wichtig ist, Komma wird hier, das ist ein internationales Projekt, mit einem Punkt angegeben. So, weitere Werte werde ich jetzt nach und nach eintippen und ich mache eine kurze Pause beim Video, damit das nicht zu lange dauert. So, ich habe jetzt die Zahlen ergänzt. Wenn man ein realistisches Bild haben will, muss man natürlich darauf achten, dass die Zahlen ansteigen. Wie schnell man sie ansteigen lässt und welche Werte da schließlich sind, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Jetzt sind diese Zahlen hier in der Tabelle. Ich habe also eine Zuordnungstabelle, aber
Sie werden noch nicht als Punkte angezeigt. Ich muss in GeoGebra das jetzt nicht alles von Hand machen, sodass ich sage, zeichne zum Beispiel den Punkt bei 1 und 1,1. Das könnte ich natürlich machen, aber das ist bei den 10 und nochmal 10 Punkten hier noch recht viel Arbeit. Deshalb nutze ich eben die Möglichkeit, dass GeoGebra hier mir das ein bisschen vereinfacht. So, nehmen wir mal die erste Zuordnung. Das sind die Punkte zu Läufer 1. Der erste Punkt zu Läufer 1 wäre ja dann ein Punkt, der folgende Koordinaten hat. Ich habe jetzt angegeben eine öffnende Klammer, das ist bei der Zahl 8 auf der Taste drauf, mit der Großschreibetaste. Und GeoGebra ergänzt gleich die Schließungsklammer. So hat man also ein bisschen weniger Arbeit. Der Rechtswert ist ja in diesem Fall 1 und der Hochwert 1,1. Jetzt möchte ich aber die Zahlen nicht abtippen. Das wäre dann nämlich für jeden Wert hier zu machen, sondern ich klicke einfach hier auf diese Zelle drauf und es wird automatisch der Name angezeigt. Das heißt, A2 ist eben diese Zelle. Und das ist jetzt der Rechtswert, der Hochwert, der wird anschließend angegeben, und zwar hier in GeoGebra mit einem Komma. Und der Hochwert muss ja dann in B2 stehen. Und dann wird mir auch dieser Punkt angezeigt. 1, 1,1. Und zwar auch hier an der richtigen Stelle. Jetzt wäre es ja immer noch sehr viel Arbeit, wenn ich das Ganze 10-mal machen muss. Aber hier gibt es eine intelligente Kopierfunktion. Und zwar, wenn ich wiederum dieses Viereck in der Ecke der Markierung hier nutze, wird jetzt der Inhalt dieser Zelle kopiert. Und zwar nicht 1:1, dass es also direkt übernommen wird, sondern, wenn wir jetzt mal die Maus drüber halten, hier steht jetzt auf einmal A3, B3. Was ist passiert? Aus A2, B2, also diese Zelle und diese Zelle hier eingefügt, wird nun, nimmt diese Zelle und diese Zelle. Das ist eine typische Eigenschaft von Tabellenkalkulationsprogrammen, dass sie solche Aufträge eben anpasst. Und so habe ich hier also für jede Zelle die richtige Kombination an Werten. Jetzt ist es hier in der Grafikansicht, dass die ganzen Punkte angezeigt werden, D2, D3 und so weiter, sind aber nicht alle zu sehen. So ist zum Beispiel D11 nicht zu sehen. Und damit ich die alle sehen kann, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit dem Mauszeiger hier über die Achse zu gehen. Man drückt die Großschreibetaste, hält dann mit der linken Maustaste die Achse fest und verzieht sie so weit, bis alle Punkte drauf sind. Da die Höhe hier noch nicht stimmt, muss ich das hier nochmal genauso machen. Also Mauszeiger über die Achse, Großschreibe, die Shift-Taste drücken, linke Maustaste drücken und festhalten. Und dann sind alle meine Punkte jetzt zu sehen. Das kann man natürlich nochmal nach und nach anpassen. So, das gleiche mache ich jetzt für Läufer 2. Hier fange ich wieder mit einem Gleichheitszeichen an, öffne die Klammer und brauche jetzt diese Zeit, also die Zelle A2, Komma, den Hochwert für den zweiten Läufer, also diese Zelle. Und auch hier ist es wieder, ich markiere die Zelle, nehme das Rechteck, ziehe es nach unten und bekomme dann automatisch die Werte angezeigt. So, jetzt haben wir hier viele Punkte. Das Ganze ist noch ein bisschen unübersichtlich, deshalb möchte ich die Punkte in ihrem Aussehen noch ein bisschen verändern.
Vielleicht noch als Hinweis, hier sind jetzt Objekte, aber hier sind keine Objekte zu sehen. Die kann ich aber sichtbar machen, denn es sind hier sogenannte Hilfsobjekte, die halt nicht angezeigt werden. Und jetzt habe ich hier diese ganzen Zellen angegeben. Die Punkte, den Text und so weiter. So, um das Aussehen zu ändern, kann ich zum Beispiel auf Bearbeiten gehen und da Eigenschaften anwählen. Das erste, was ich machen möchte, ist, dass ich den Punkten ein Kreuz gebe, ein Aussehen als Kreuz, denn das ist die übliche Darstellung. Dazu klicke ich hier auf den Namen Punkt und wähle die Darstellung Kreuz. Jetzt möchte ich die Serie für den Läufer 2, nee, für den Läufer 1 fangen wir an, alle rot machen. Ich möchte das aber nicht einzeln machen, sondern wähle den ersten Punkt hier, das ist das D2 aus, drücke wiederum die Großschreibe, die Shift-Taste und klicke dann das letzte an. Dann sind mit einem Mal alle Punkte angewählt und ich wähle als Farbe rot. Das gleiche mache ich für die Punkte in der Spalte E und nehme als Farbe grün. So, jetzt stören mich vielleicht die Beschriftungen. Ich kann übrigens auch die Eigenschaften ändern, indem ich ein beliebiges Objekt rechts anklicke. Und dann, damit ich wieder alle gleichzeitig bearbeiten kann, hier alle anwählen. Und ich ändere hier das Häkchen bei Beschriftung anzeigen. Und dann sieht man, sind die ganzen Namen weg. Das ist ein bisschen besser dann zu überblicken. So, jetzt möchte ich die Punkte verbinden. Dazu brauche ich das Werkzeug Streckenzug. Und jetzt kann ich nach und nach die Punkte verbinden, indem ich sie nacheinander anklicke, die einzelnen Punkte. Man sieht auch hier nebenan, dass diese Punkte bereits markiert sind. So. Das ist jetzt noch nicht fertig und hier steht auch, wähle alle Eckpunkte, dann klicke wieder auf den ersten Eckpunkt und dann ist mein Streckenzug beendet. Das gleiche mache ich nochmal für die grünen Punkte. Und wieder auf den ersten Punkt. Wenn ich jetzt noch die Farbe ändern möchte, dann gehe ich wieder in die Eigenschaften. A war ja das bei den roten Punkten. Auf Farbe, Streckenlinie rot. Und bei B, das waren die grünen Punkte. Ich kann, wenn ich zum Beispiel die Linien etwas dicker darstellen will, auch noch wieder Streckenzug anklicken, um beide gleichzeitig zu markieren. Und dann eben die Linienstärke hier etwas erhöhen. Und dann habe ich ein Liniendiagramm für diese Punkte hier drüben. Dass das Ganze dynamisch ist, kann man dann auch daran erkennen, dass ich zum Beispiel hier einen Wert ändern kann. Ändern wir es mal radikal, zum Beispiel 3,3, und dann sieht man, dass also hier der Wert sich auch direkt nach unten ändert. Auch hier, ja, der Punkt hat sich ebenfalls angepasst. Ja, und so kann ich also Liniendiagramme mit Hilfe von GeoGebra mir zeichnen lassen. Es ist etwas umständlicher als in Excel, aber dafür habe ich eben noch ein paar Möglichkeiten und ich finde es ganz interessant, dass man eben hier sich darüber im Klaren sein muss, wie sich dieser Punkt aus den zwei Werten ergibt.